So. Man bleibt natürlich nie bei der Definition stehen, sondern es geht immer darum, auch mal so ein paar Sätzchen zu beweisen, die einem was helfen. So. So. Ich schreibe mir mal einen Satz hin, der sehr hilfreich ist, wenn man mit solchen Kongruenzen arbeitet. A ist kongruent zu B mod M genau dann, wenn was gilt, wenn M A minus B teilt. A ist kongruent zu B mod M genau dann, wenn M A minus B teilt. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, ob A kongruent zu B ist, bezüglich M, modulo M, dann können Sie auch A von B, B von A abziehen oder umgedreht, ist wurscht, und schauen, ob das, was übrig bleibt, durch M teilbar ist. Das Umdrehen ist wurscht, habe ich jetzt mal so einfach in den Raum geworfen, das wissen wir noch gar nicht, das zeigen wir nachher. Ja? Aber letztlich wird es so sein, dass es egal ist, wo Sie A und B hinschreiben und was Sie wovon abziehen. So. Ja? Ja, aber da kommen wir doch dann in den Minusbereich, oder? Wenn Sie gar nicht ja, da kommen Sie in den Minusbereich, aber Teilbarkeit gilt für ganze Zahlen. Ja. Genau, ja, da kommen Sie in den Minusbereich, macht ja nichts. Oder, na gut, Sie wissen ja nicht, wo die größere von beiden steht, ne? Genau, ja. So, okay. So, wir haben hier eine Äquivalenz, wie können wir die zeigen? Beweisstrategie, ja? Erst die eine, dann die andere, genau. Manchmal hat man auch das Glück, dass man beide Richtungen gleichzeitig zeigen kann, indem man Äquivalenzumformungen macht, also immer von, auf der einen Seite beginnt und immer genau dann wenn, genau dann wenn, genau dann wenn und auf der rechten Seite rauskommt. Gelingt aber nicht immer und in dem Fall gelingt es jetzt nicht und deswegen machen wir die eine und die andere Richtung. Machen wir erstmal die eine Richtung. So. Also es gelte, wir gehen jetzt von der linken Seite aus, ne? Es gelte, A ist kongruent zu B modulo M, zeige zu zeigen, M teilt A minus B. So, also wir gehen jetzt von dem hier aus, was gilt. Ne? Wir gehen davon aus, A ist kongruent zu B mod M. So, wie können wir weitermachen? Ja? Das Ganze ist ja äquivalent zu A mod M gleich B mod M. Genau. Also wir wissen, dadurch A mod M, also daraus folgt A mod M ist gleich B mod M. Ne? Wie geht's weiter? Das ist jetzt dieses andere Mod, also von der Bedeutung her das andere Mod. Ne? Ja? Vielleicht Ihr Hintermann erstmal, ja? Hm? Ja, also A mod M ist ja rechts. Gut. Ja? Das A mod M ist der Rest, genau. Ja, nee, Sie haben schon den richtigen Pferd. Das ist der Rest, genau. Was machen wir damit? R ist gleich A minus Q mal M. Ah ja, genau. Also R ist gleich A minus Q mal M. Ja, okay. Oder anders formuliert, A ist gleich Q mal M plus R. Ja, wir müssen einfach mal so hinschreiben. Das heißt, es existiert, und für B genauso, ne? B ist aber ein anderes Q. Ein anderes Q, B wahrscheinlich, ein anderes Q, aber dasselbe R. So. Das heißt, es existieren Q1, Q2 aus Z mit A ist gleich Q1 mal M plus R und B ist gleich Q2 mal M plus R. So. A und B lassen denselben Rest, das hier hinten ist das gleiche R, aber das kann ein anderes Q sein. So, wie machen wir weiter? Ja? Ja, wir formen um und setzen eine Funktion in die andere ein. Umformen, ja, in welche Richtung? Ja,
Also was machen wir jetzt? Zu R umformen und dann, ja? Sie würden es abziehen, warum? Weil wir ja auch so, also darauf kommen wollen, dass M A minus B teilt. Genau. Es ist immer hilfreich, beim Beweisen mal zu schauen, wo man eigentlich hin will. Man kann natürlich in gewisser Weise auch einfach syntaktisch umformen oder algebraisch umformen und mal schauen, wie weit man kommt. Man sollte zwischendurch aber immer mal hingucken, wo man hin will, damit man auch entsprechend sein Ziel in den Blick nimmt. Ich schreibe mir unten hin, wir wollen ja letztlich kommen hier zu m teilt a minus b. Wir wollen am Ende die Aussage haben, m teilt a minus b. Und dann ist es ja sinnvoll, mal a minus b zu machen. Und gucken, ob m das teilt. Ne? Also dann ist a minus b gleich q1 mal m plus r minus q2 mal m plus r. So, wie geht's weiter? Ach so, warten Sie mal, das ist natürlich falsch hier. So. Wie geht's weiter? Ja? Rausrechnen, genau. Das R fällt weg. Ja. Genau. Eine Richtung ist fertig.